Und damit herzlich willkommen zurück zu Planet Coaster. Schön, dass du wieder hier bist und willkommen in Update 1.3 von Planet Coaster. Es ist endlich draußen, es ist 4 GB groß gewesen und ich habe mir gedacht, wir stürzen uns direkt rein und gucken uns heute mal an, was da alles Neues ist. Das erste habt ihr schon gesehen, ich habe da schon ein bisschen mit rumexperimentiert. Es ist das große Update zum Feuerwerk. Das Feuerwerk könnt ihr selbst in eurem Park platzieren, das könnt ihr gestalten, wie ihr wollt. Ich habe gerade euch mal ein ganz kleines Beispiel gemacht, wie man es machen könnte. Es ist wie gesagt so ein kleines Ding, was ich jetzt einfach mal fürs Intro, fürs Video genommen habe, weil ich mir gedacht habe, wenn wir so ein Video anfangen, dann mit einem Feuerwerk. Und ich habe mir gedacht, wir machen das hier hinter. Das ist so eine Plattform, wo ich die Feuerwerkskörper drauf gebaut habe. Hier seht ihr das kleine Ding, was ich hier habe, das ist die Ablaufsteuerung. Das ist jetzt kein, das gewinnt kein Schönheitspreis, das Ding, aber es ist einfach funktionell. Das haben wir hier auf die Schienen gestellt. Und einmal abgeschossen. Das Ding hier wird komplett gesteuert über dieses kleine Kästchen hier. Das ist die Ablaufsteuerung. Da kann man jetzt Auslösersequenzen machen. Und das hier sind die einzelnen Feuerwerkbatterien, die ich hier gerade so ein bisschen anklicke. Und die Dinger könnt ihr dann über diese Auslösesteuerung abschießen. Das Ganze findet ihr unter Szenerie. Und dort haben wir dann Spezialeffekte und Feuerwerk. Die Dinger könnt ihr einzeln platzieren, die sind relativ teuer für Planet Coaster Verhältnisse. Also so ein Feuerwerk kostet hier schon mal 5 Dollar, das ist relativ viel für Planet Coaster, wenn man mal überlegt, dass mit Stein auch irgendwie so 10 Dollar oder so kostet. Das könnt ihr dann einzeln platzieren, aber cooler ist es natürlich, wenn man das über so eine Ablaufsteuerung macht und dann quasi eine Sequenz selber macht. Das findet ihr unter Display Ablaufsteuerung, da haben sie eine extra Kategorie für gemacht. Es gibt nur ein Objekt hier, kann man auch wieder umfärben oder so, aber das Wichtige für das Ding ist eigentlich, dass man hier eine Sequenz erstellen kann. Das macht man unter Auslösersequenz bearbeiten. Jetzt gehe ich einmal hier drauf und hier habe ich mehrere Displaygruppen. Ich habe das in mehrere Gruppen unterteilt und dann mit ein bisschen Zeitverzögerung immer abgeschossen. So kann man es natürlich machen. Man kann die Displaygruppen einfach kopieren und dann immer das Gleiche machen. Das geht natürlich auch. Und wenn wir jetzt die einzelne Displaygruppe mal auswählen und hier auf Play drücken, dann seht ihr, wow. Nur diese Displaygruppe wird abgefeuert, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, alle hintereinander abzufeuern. Das macht man über Sequenz abspielen. Es wird Musik mit reingenommen. Und es wird abgefeuert. Mit Musik wirkt das natürlich noch ein bisschen cooler. Das habe ich jetzt gerade mal gemacht. Man kann die auch pausieren, bearbeiten und so weiter. Das sind so Sachen, die ich dann eher im Detailvideo ein bisschen bearbeiten möchte mit euch. Wie gesagt, das sind so Sachen. Man kann auch die Feuerwerkskörper wieder umbenennen. Also alles detailreich kann man machen. Man kann hier endlich kopieren, das ist mega wichtig für mich gewesen, weil man so besser die Sequenzen bearbeiten kann und man muss nicht immer alles 3-4 Mal auswählen. Ist einfach einfacher, ne? Ja, das zum Feuerwerk, also damit kann man mit Sicherheit sich noch stundenlang beschäftigen, das werde ich wahrscheinlich auch machen. Ich habe jetzt einfach mal so ein Mini-Feuerwerk, so ein kleines Willkommensfeuerwerk fürs Zuspiel gemacht und ich finde, es sieht bis jetzt super aus, die Soundeffekte sind einfach genial. Und deswegen würde ich sagen, setzen wir uns bald daran und machen ein eigenes Feuerwerk. Aber zunächst zeige ich euch erstmal die anderen Features, die gekommen sind. Es sind nämlich noch ganz viele andere Sachen gekommen. Ein weiteres großes Feature findet ihr unter Bildschirme. Das ist richtig Hammer. Das habe ich mir schon immer gewünscht und da werden uns sehr, sehr viele Möglichkeiten eröffnet. Ich gehe jetzt mal hin und nehme so einen Bildschirm. Das ist ein TV-Bildschirm. Es gibt Projection Screen noch und Leinwand. Leinwand, das sind einfach nur Typen, die sich dann in der Bildqualität, sage ich jetzt mal, unterscheiden. Also sie sehen einfach anders aus. Geben eine ganz andere Optik und ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt einfach hier mal ganz normal ein TV-Bildschirm. Das ist, glaube ich, das Hochauflösendste, denke ich mal. Das setze ich jetzt erstmal hier dran und dann kann ich hier auswählen. Tafel ein. Bild oder Film? Das ist richtig cool. Ich könnte also auch einen Film abspielen lassen. Das mache ich jetzt mal und dann suche ich mir den Film aus. Ich nehme jetzt einfach irgendwas, was wir hier haben von Planet Coaster. Man kann natürlich wie immer seine eigenen reinmachen. Das ist genau das gleiche wie mit den Soundeffekten. Das geht jetzt übrigens auch ein bisschen besser mit den Soundeffekten. Das kann man jetzt sogar auf die Ambiente-Sounds übertragen, also nicht nur die Musik. So, und da sehen wir, tada, es läuft ein Film ab. Ist das nicht geil? Das ist der beste Content-Patch aller Zeiten. Er war auch 4 GB groß, also relativ groß. Und ihr seht, ne, das sind so Sachen, die kann man jetzt hier reinmachen. Ich kann jetzt mal das hier machen zum Beispiel. Mach mal das, mal gucken uns das an. Das ist die Cosmic Cow, ne? Ist echt lustig gemacht. Das sind, wie gesagt, so Sachen, die neu sind oder man macht einfach nur ein Bild rein. Man darf nicht vergessen, diese Sachen werden auch sehr, sehr, sehr viel Performance fressen. Das heißt also, wenn ihr die Dinge reinmacht, macht sie vielleicht nicht übertrieben viel rein. Denn jedes Mal ist es im Prinzip eine andere Textur. Und das ist natürlich sehr, sehr aufwendig für den PC zu berechnen. Ihr seht hier, na, das ist Tiki Tiki, das beleuchtet die Szenerie auch so ein bisschen zumindest. So viel halt so ein, ja, so viel halt so ein Fernseher beleuchtet. Jetzt gehe ich erstmal hin und mache euch mal eine Leinwand hier hin. Die ist natürlich ein bisschen größer. So, dann mache ich euch jetzt hier mal die Gulpi-Werbung rein. Und ihr seht, das ist vom, ich würde jetzt mal einfach behaupten, das ist ein bisschen verschwommen. Das ist halt eine große Leinwand, wo das Bild so ein bisschen drauf gestreckt wird wahrscheinlich.
Und wenn man nah dran geht, ist es natürlich ein bisschen unschärfer als ein Fernseher vielleicht. Das, wenn ich hier rangehe, ist ein gutes Bild, aber es ist halt ein bisschen pixeliger. Das ist ein bisschen verschwommener. Und da kann man auch super Sachen mitmachen. Das sind Features, die uns den Park total ändern werden, wieder total umschmeißen werden. Das sind Sachen, die ich mir sehr, sehr, sehr oft gewünscht habe und sie sind endlich drin. Ja, das sind die zwei großen, großen Features. Wie gesagt, das sind hier einmal diese Panels, da kann man super Sachen mitmachen. Und das Feuerwerk, was ich abgeschossen habe, ich schieße es noch einmal ab. Ich finde es so toll eigentlich, ne? Es ist echt ein Feuerwerk, was ich in ein paar Minuten nur gemacht habe. Es geht nur ein paar Sekunden, aber es ist einfach, ich weiß nicht, dieses Feature einfach macht mir so viel Spaß. Und man kann seinen Park einfach super personalisieren damit. Gerade diese zwei Features, boah, das ist echt cool. Das ist so cool. Ich werde mich da wahrscheinlich das nächste Mal direkt dran setzen und ein Feuerwerk zu spät machen. Vor allen Dingen, man muss jetzt auch da noch ein bisschen zusehen, dass man dann noch ein bisschen Platz im Park hat, denn man muss jetzt hier noch so eine zusätzliche Fläche dazu nehmen. Kann das natürlich auch wieder im Berg verbuddeln oder so, dann sieht man es nicht mehr, aber ich finde, sowas sollte man vielleicht irgendwo hinmachen, wo man ein bisschen Platz hat. Im Alpha-Park, wie gesagt, nicht so viel Platz. Kommen wir mal zur nächsten Sache, die neuen Rides. So, wir sind jetzt hier einmal in einem leeren Park, da es doch hier ein bisschen einfacher ist, die ganzen Sachen zu zeigen. Und ich zeige euch jetzt als erstes die ganzen Attraktionen, die dazugekommen sind. Als erstes haben wir den Gnarler. Das ist eine weitere Holzachterbahn. Endlich haben wir noch eine Holzachterbahn. Das hat mich sehr gefreut. Und ihr seht, das Erste, was einem auffällt, ist, ist nicht eine klassische Holzachterbahn, also mit Braun und so, sondern sie ist weiß. Das ist auch ein neues Feature im Planet Coaster, dass man jetzt die Stützen von Planet Coaster Holzachterbahn umfärben kann. Das ist mega cool. Denn es gibt sehr viele Holzachterbahnen, die nun mal weiß sind und der Gnarler macht den Anfang. Und man kann natürlich den alten Monster auch noch umfärben. Also Monster ist der Typ der letzten Holzachterbahn. Ich mache das jetzt mal so ein bisschen hoch, damit wir mal ein paar Stützen sehen. Und ich gehe jetzt hin und färbe das Ganze um. Dazu gehe ich hier auf Bearbeiten und sage jetzt einfach, hier ist die Stützenfarbe, ne? Upsa, jetzt habe ich mich das verstanden. So. Und sage, die möchte ich grün haben oder gelb haben. Und dann sehen wir, das Ganze färbt sich um. Ich kann jetzt wieder auch ganze Streckenteile auswählen und... So, und jetzt nehme ich das zum Beispiel mal in Rot. Und wir sehen, die ganzen Stützen werden in Rot umgefärbt. Das ist richtig, richtig cool. Das hilft uns natürlich weiter dazu, die Achterbahn so ein bisschen zu personalisieren. Gerade die Holzachterbahnen sahen ja mehr oder weniger immer gleich aus. Man musste sehr viel mit Szenerie arbeiten. Jetzt hat man halt noch die Chance, das große Hauptaugenmerk, diese Holzstützen, umzufärben. Das ist auch ein sehr cooles Ding, dass man das machen kann. Wie gesagt, das ist der Gnarler. Der sieht ein bisschen anders aus als die andere Holzachterbahn. Ein sehr schöner Ride, finde ich. Sieht ein bisschen moderner aus als The Monster. Von daher, cooler Ride. Als nächstes folgt der Iron Claw. Der Iron Claw ist ein Flat Ride und er sieht so aus. Ich mache das ganze Ding mal an und dann können wir das mal testen. Ja, von diesen Dingern haben wir ja schon echt eine Menge bei Planet Coaster. Von daher ist das für mich jetzt nichts Besonderes, dass sie so einen Flat Ride reingebracht haben. Weil von denen haben wir, wie gesagt, schon, weiß ich nicht, bestimmt jetzt mittlerweile 10 Stück. Ne, also das ist so ein Ding, das hebt jetzt wahrscheinlich ab. Ich mache mal ein bisschen schneller. So, und dann werden wir hier rumgewedelt. Mal gucken, ob wir einen Inverted hinkriegen. Ich glaube schon mit dem Ding, oder? Ich bin mal gespannt. Bis jetzt ist es eine Schiffsschaukel in anderer Form, aber ich glaube, wir gehen gleich Inverted. Es fängt sich auch noch an zu drehen jetzt. Wow. Ich glaube, er geht nicht voll inverted, oder? Ich mach nochmal ein bisschen schneller. Nee, also er dreht sich nur so. Und das ist es auch. Ist auch ein sehr, sehr cooler Ride. Er sieht auf jeden Fall optisch sehr, sehr schön aus. Man kann natürlich auch wieder umfärben. Und natürlich kann man dann hier noch die Animationsreihenfolge ändern, ne? Die Fahrtsequenz. Kann ich hier auch wieder ändern. Es gibt wahrscheinlich bei diesem nicht so viele. Es gibt nur Schwung, Schwingen und Wirbeln, Schwung und Rückwärtsdrehung. Das ist nicht so viel, aber es liegt auch daran, weil das Ding nicht so viele Achsen hat und deswegen ist es halt nicht so customisierbar, ne? Dann kommen wir mal zu meinem neuen Lieblingsflatride, der Skywatcher. Den habe ich letztens schon mal so ein bisschen erwähnt. Das Ding kenne ich noch aus aus Rollercoaster Tycoon 2. Und das Ding ist im Prinzip eine drehbare Aussichtsplattform. Die sieht sehr modern aus und passt nicht unbedingt, jetzt sage ich mal, in einem Western-Bereich oder so. Aber vielleicht in einem Sci-Fi-Bereich, das könnte ich mir vorstellen. Und das Ding sieht so aus, die Leute setzen sich da rein und fahren nach oben. Und ich würde sagen, wir fahren mal ein bisschen mit gerade. Es gibt zwar hier nicht so viel zu sehen, aber so sieht das Ding aus, ne? Das ist ein sehr, sehr ruhiger Ride, aber sehr, sehr hoch. Ich fahre das mal ein bisschen höher.
Und hier passiert nun mal nicht viel. Es ist also, wie gesagt, so ein Ding, was nach oben fährt. Aber ich finde, sowas gehört eigentlich in jeden großen Themenpark rein. Und das fehlte einfach noch. Es gab den Drop Tower und jetzt gibt es endlich den Skywatcher, der so ein bisschen Ruhe reinbringt in der Luft. Also kein Freefall Tower oder sonst was. Es sei denn, die Leute droppen jetzt. Nein, das passiert natürlich nicht. Hoffentlich nicht. Es sei denn, es gibt eine Fehlfunktion. Das hoffen wir mal lieber nicht, ne? Dann gibt es eine weitere Attraktion, die heißt Blackout. Die wird so geschrieben, Blackout, ne, wie der Blackout halt. Und ich gehe mal hin, das ist im Prinzip eine Schiffsschaukel, aber in Form eines NASA-Flugzeugs. Ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen, so ein Space Shuttle halt. Und ich mache das Ding mal an und dann gucken wir uns mal an, ob das ein Inverted macht. Ich glaube, das Ding macht auch kein Inverted, oder? Obwohl, das hat Überrollbügel. Von daher würde ich sagen, macht es das doch. Schauen wir uns das mal an. Nee, also so wie es aussieht, macht das Ding kein Inverted, aber es schaukelt ein bisschen hin und her. Aber es gibt... Oh, es macht doch einen Inverter, wie es aussieht. Oh, wir sind... Oh, wir haben es gleich geschafft. Höher, höher. Oh, yes. Nice. Ja, finde ich auch eine sehr coole Attraktion. Ist mal eine abgespacede Schiffsschaukel. Im wahrsten Sinne des Wortes ist sie abgespaced. Sieht auch sehr cool aus von außen, muss ich sagen. Das hat natürlich auch wieder endlich ein Flatride, das so ein bisschen Thematik drin hat. Das ist ja meistens bei den Flatrides so, dass die so sind, dass die keine feste Thematik haben. Und das ist auch mal cool, dass wir wieder das reinbringen. Dann gibt es natürlich noch weitere Coasters. Wir haben jetzt hier einmal uns kurz den Gnala angeguckt. Ich werde jetzt keine großen Coasters hier bauen. Wir gucken uns einfach nur mal die Station an und was das für eine ist. Es ist eine Kettenlift-Achterbahn, die Power-Up-Inversionen sind möglich. Für Erwachsene und Teenager, der Starloop auch genannt. Okay. Und das Ding gucken wir uns mal an. Wir sehen, es hat einen Kettenlift, der krass nach oben geht, also im 90-Grad-Winkel. Und dann kann man quasi einen Überkopflift machen und das Ganze dann hier auch wieder runtergehen lassen. Das Ding ist auch wieder keine klassische Achterbahn, wie man sie kennt, im Kettenlift oder so. Ich glaube, man kann sie schon so gestalten. Aber es ist natürlich dafür gedacht, dass man solche 180-Grad-Lifts quasi macht. Wenn ich mich hier mal reinsetze... Das ist natürlich jetzt kein gutes Beispiel, aber man sieht, man würde hier rausrollen. Es ist ein bisschen langsam gerade. Und dann geht es auch schon wieder ab. Ja, das ist der Power-Up. Also wie gesagt, ein Lift, der einmal um 180 Grad hochzieht. Richtig cooles Ding. Und ist eine Kompaktachterbahn. Das ist wieder eine Achterbahn, die man in sehr kleinen Fläche bauen kann. Von daher auch mega gut. Dann gibt es die Viper One, das ist auch eine weitere Achterbahn, da werde ich jetzt auch nicht so viel zu sagen, weil der kenne ich mich noch nicht so aus, den Typen habe ich so noch nicht gesehen. Es ist auf jeden Fall eine Achterbahn, die einen Rear Twist Tower hat, interessant, und ein Front Twist Tower. Das Ding wird wahrscheinlich abgeschossen mit hier diesem Zwei-Richtungs-Linear-Induktionsmotor, so heißt das Ding offiziell, wusste ich gar nicht, ich habe es mal einen Linear-Motor genannt. Das Ding sieht auf jeden Fall so ein bisschen aus wie ein Boomerang, sage ich jetzt mal, von der Konstruktionsweise. Bin ich mal gespannt, würde ich gerne mal ausprobieren. Es ist eine hängende Achterbahn auf jeden Fall, das sehen wir schon mal. Dann kommen wir mal zur nächsten Achterbahn, die jetzt vielleicht nicht ganz so neu ist. Es ist der D-Gen. Das ist im Prinzip eine Achterbahn, die wir in der Form mehr oder weniger schon haben. Es ist eine Aero-Konstruktionsachterbahn, also The American Aero hieß die, glaube ich, in Planet Coaster. Aber der Wagen sieht so aus wie von der Trident-Achterbahn. Das war so eine Art Boomerang-Achterbahn, die Trident-Achterbahn. Und hat jetzt den Wagen quasi vom Trident. So. Und es ist im Prinzip eine Mischung aus beiden, weil es wohl von der Community so gewünscht wurde, dass es beides mal existiert, also dass man den Wagen hierfür nehmen kann und dann gleichzeitig auf der anderen Seite gibt es noch den Bolt. Der Bolt ist eine Trident-Achterbahn im Prinzip mit dem Wagen von einer American Aero. Das ist im Prinzip auch nochmal ein weiterer Achterbahnstyp, den haben sie nur als einen gelistet, weil es im Prinzip, naja, im Prinzip haben sie Folgendes gemacht, sie haben einfach die Wagen ausgetauscht und dadurch zwei neue Achterbahnen erzeugt. Das ist natürlich eine Sache, die man machen kann. Ich hätte mir aber noch gewünscht, was man vielleicht noch in einem zukünftigen Update findet, dass man einfach mehrere Wagentypen hat. Zum Beispiel, dass man einen Werewolf vielleicht noch ein bisschen anders machen kann oder so. Das konnte man nämlich in Rollercoaster Tycoon 3 machen, wäre ein sehr cooles Feature, wenn das auch noch kommen würde. Aber immer mit der Ruhe, das nächste Update kommt ja schon im November. Dann geht's weiter mit der Szenerie. Dort haben wir auch neuen Zuwachs bekommen, unter anderem viel Amerikanisches, eine Konfettikanone in Stars and Stripes. Das Ding kann man mit Sicherheit auch dafür benutzen, um es in den Trigger einzubauen. Da geht's schon los mit dem Konfetti. Hui! Und amerikanische Flaggen. Liegt daran, dass das Update ja mehr oder weniger in Richtung Unabhängigkeitstag
von Amerika kommt und daher sind so ein paar amerikanische Sachen mit reingekommen. Finde ich eigentlich ganz okay. Man kann natürlich auch eine Achterbahn so ein bisschen so designen. Aber es gibt auch noch andere Sachen. Zum Beispiel gibt es diese mehrfarbigen Wimpel jetzt. Die gab es auch nicht. Die gab es zwar in einem Fantasy-Look, aber mittlerweile haben wir die auch so, dass wir die uns so gestalten können. Das sind einige Sachen, die dazugekommen sind zur Szenerie. Und ich freue mich mega, dass wir da ein bisschen Zuwachs bekommen haben. Das wäre jetzt natürlich zu viel, um euch alles jetzt zu zeigen hier in einem Video. Deswegen gehen wir mal weiter zu einem Feature, was super geil ist für Leute, die gerade mit dem Spiel anfangen. Wir sind im Hauptmenü von Planet Coaster und jetzt kommt das coolste Feature aller Zeiten, kann ich euch nur sagen, wenn ihr jetzt gerade mit dem Park anfangt. Das neue Feature ist einer der besten Features seit der Alpha, denn das haben sich sehr viele Spiele schon seit der Alpha gewünscht. Wir gehen unter Sandbox und endlich können wir unseren angepassten Park machen. Vorher mussten wir einer der 6 hier Szenerien wählen. Das hatte natürlich den Nachteil, dass man dann so ein bisschen darauf festgelegt war, dass man zum Beispiel bei Tropen nur Tropentexturen hatte und bei Wüste nur Wüstentexturen. Das kann man heute alles ändern. Ich gehe auf angepasst und dort kann ich mir erstmal die Umgebung wählen. Umgebung heißt einfach, was außerhalb der Parkgrenzen ist, was man dann so sieht oder natürlich auch der Grundboden, welche Farbe der hat. Da kann ich jetzt sagen, ich möchte Alpin haben, ich möchte Winter haben oder ich möchte hier Wüste haben. Die Wüstenfarben hier sind natürlich dann auch, die Wüstentexturen sind natürlich auch in Wüstenfarben dann hier. Das ist natürlich doof, wenn man dann sagen möchte, ja gut, ich möchte aber auch ein Tropengebiet da so ein bisschen reinmachen oder so. Dann hat man halt nur diese Wüstenfarben zur Verfügung. Das ist natürlich ein bisschen scheiße. Damit kann man nämlich sagen, okay, ich möchte die Hälfte davon für Tropensachen ausgeben. Das heißt, ich möchte vielleicht für Detail den Malziel ändern in Laub. Und hier den nächsten gehe ich hin und mache dann hier diese Tropenbodengegend. Dann habe ich 2 Texturen, die uns ermöglichen, so ein bisschen Grün reinzubringen. Und wird immer noch so ein bisschen Wüstenstil haben. Nein, man kann das auch ändern, dass man hier Steil 1, Steil 2 hat. Das ist für die Berge gedacht, der Boden. Und Detailarbeiten, wie gesagt, Detail 3 wäre jetzt hier Wüste wieder. Ich kann hingehen und einen anderen Stein zum Beispiel reinmachen. Das ist sehr gut. Ich empfehle euch immer, wenn ihr, also das ist natürlich jetzt eine blöde Empfehlung, wenn ihr was ganz anderes machen wollt, aber grundsätzlich, wenn ihr was mit Wiese und so macht, nehmt immer eine Sandtextur mit rein. Damit könnt ihr die Sachen immer gut aufhellen. Und das ist immer ganz gut, wenn man so ein bisschen hellere Wiesen hat, die dann so ein bisschen unterschiedlich aussehen. Man kann natürlich auch noch hingehen und die Ambiente ändern. Das heißt also die Töne, die man im Hintergrund hört. Von daher könnt ihr das jetzt machen, wie ihr wollt. Das finde ich gut. Die Beschränkung von 8 Texturen kommt einfach daher, weil es sonst einfach zu aufwendig wäre, das Ganze zu berechnen und dann das Spiel wahrscheinlich stocken würde. Von daher, es stockt ja schon jetzt schon so ein bisschen. Deswegen ist es jetzt so, dass man sich vorher entscheiden muss, welche Texturen man nimmt und welche nicht. Ja, Leute, das war ein kurzer Einblick in das Update 1.3. Ich habe versucht, so viele Informationen wie möglich in dieses kurze Video reinzubringen. Ausführlich werden wir uns natürlich in den nächsten Videos damit beschäftigen. Ich würde euch natürlich auch ein 2-Stunden-Video machen, aber ich glaube, die meisten freuen sich eher darüber, dass man in 20 Minuten oder so kurz die Infos, die größten, wichtigsten Sachen erstmal zusammenfasst. Und wenn man dann später ins Detail gehen will, dann kann man sich die nächsten Videos angucken. Dort werden wir die Sachen mehr diskutieren, mehr ausprobieren vor allen Dingen. Und ja, da freue ich mich mega drauf. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für euren Support. Wir sind mittlerweile bei 16.000 Abonnenten. Daher freue ich mich mega, dass ihr alle heute dabei seid. Von daher, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bye!